Zu verdanken hat das Solothurns Gusto Festival am Boris Walker, ein Trendgastronom, der jahrelang in Argentinien gelebt hat. Der Hintergrund des Festivals ist eigentlich, dass ich erst im Dezember letztes Jahr wieder von Südamerika zurückgekommen bin. Ich habe das Gusto Festival schon in Argentinien gemacht. Das Gusto Festival hat zum Ziel, kulinarische Inszenierungen zu machen. Und das ist das, was wir hier jetzt auch in der Schweiz verfolgen. Und warum ausgerechnet in Solothurn? Einerseits bin ich ein Solothurner. Andererseits habe ich natürlich auch geschaut, also was ist ein guter Standort. Ich habe eine kleine Stadt gesucht. Es hätte auch Zug können sein, zum Beispiel. Solothurn hat eine gute Beizenkultur, hat wunderbare Kulissen und eine sehr gute Infrastruktur. So wie ist es gut gelegen? Es ist eigentlich sehr zentral und viel zentraler als man meint, Solothurn. Ja. Warum braucht denn Solothurn so ein Festival? Eigentlich braucht jeder Ort ein Gourmet-Festival. Das heisst, einerseits lädt man ein, die Sachen zu probieren. Essen und Trinken ist immer ein Festival wert. Und Solothurn hat noch kein kulinarisches Festival. Das heisst, man hat verschiedene Veranstaltungen, man hat Literaturtage, man hat Kino, man hat mit, eigentlich fast alles, aber kein kulinarisches Festival. In welcher Art und Weise profitiert die lokale Gastronomie von diesem Gourmet-Festival? Ich glaube, das Festival in dieser Art, wie wir das machen, ist eine Standortbestimmung. Es ist gerade dieses Jahr sicher sind wir etwas am Investieren. Wir positionieren uns als Destination, die sich schweizweit wird lohnen, an für uns kommen, zu lernen, lehren zu können und auch zu essen und zu trinken. Ich will erraten, wie es liegt ja im Trend, weil der Trend geht ja eindeutig richtig regional. Das ist richtig. Das heisst, die Produkte, die wir zu verarbeiten, sind regional. Das ist ganz klar, regionale Produkte. Jetzt Argentinien liegt natürlich nicht am Weg, aber trotzdem haben wir den Anspruch natürlich, also mit der Einbindung von der Betriebe von hier, dass wir schon ein regionales Konzept haben. Das kulinarische Programm sieht mehrheitlich so aus, dass wir drei Öben haben, wo drei verschiedene Gastküche, ein mehrgängiges Menü begleitet mit Weinen aus Argentinien werden kochen. Also jeder Betrieb, es ist der alte Stefans, das Durell, Salzhaus. Haben wir drei Üben, drei kulinarische Üben, wo auch für sich ein Gast kochen empfehlen, um die argentinische Kulinarik lernen zu können.